Das heißt jetzt Zusammenfassung, was ist Munkar? Es gibt fünf, sechs Arten, aber die sind, da kann man die zusammenfassen in zwei. Entweder ein schwacher Überlieferer widerspricht stärkeren oder schwacher Überlieferer überliefert einzeln, was die starken oder stärkeren in Hadith nicht überliefert haben. Das ist alles. Munkar normalerweise im Arabischen kommt von Wort verleugnen. Das kommt verleugnen oder nicht bekannt. Bekannt ist Arafa. Ich kenne das. Und nicht bekannt heißt Nakar. Und wenn ich etwas verneine oder ich sage, nein, ich habe das nicht gemacht zum Beispiel, dann habe ich das verleugnet. Und Al-Munkar ist eine Überlieferung, das kann in der Überlieferungskette sein und das kann im Text des Hadith sein. Und Al-Munkar ist eine Art von schwachen Hadithen, klassifiziert man die Überlieferung als Munkar oder Daif, das wird schwach? Das hat mit den Überlieferern zu tun. Der Überlieferer wird durch seine Genauigkeit durch die Genauigkeit wird er kritisiert. Und da, als wir über Sahih Hadith gesprochen haben, Sahih, wir haben, barakallahu fikum, vier oder fünf Bedingungen gestellt. So haben die Gelehrten gesagt, nicht ich jetzt, sondern die großen Gelehrten. Und zwar, barakallahu fikum, erstmal, das muss eine Überlieferungskette geben. Zweitens, diese Überlieferungskette muss vollständig sein. Vollständig, lückenlos. Drittens, die Tradenten, Überlieferer, die müssen genau und redlich sein. Redlich. Und das nennt man vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig. Dann, es darf kein Außerreihe, das kommt das nächste Mal, Außerreihe Hadith sein und es darf kein Fehler haben, versteckt, implizit oder öffentlich explizit. Wenn diese fünf Bedingungen da sind, dann ist die Belieferung authentisch. Wenn die Genauigkeit eines Tradenten weniger ist, aber akzeptabel, dann ist diese Überlieferung nicht mehr sahih, sondern hasan. Wenn aber die Überlieferungskette nicht da ist oder es gibt Lücken in der Überlieferungskette, der Tradent ist nicht genau, nicht redlich, das ist außer Reihe, es gibt Fehler, dann ist diese Überlieferung schwach. Woher kommt die Schwäche? Entweder wegen Überlieferungskette, Nichtvollständigkeit und wegen Vertrauenswürdigkeit des Tradenten. Und das haben wir über Redlichkeit schon gesprochen und jetzt reden wir über Genauigkeit. Und die Genauigkeit hier, wenn der Überlieferer nicht genau ist, was bedeutet Genauigkeit? Was ist Genauigkeit? Genauigkeit. Genauigkeit ist, dass der Tradent, der Überlieferer, die Überlieferung zuhört, überlieferungskettemäßig und textmäßig, von seinem Scheich, von seinem Lehrer. Und er lernt das so auswendig, dass er das wiedergeben kann. Entweder schriftmäßig,
Da sagt man Buch. Oder im Herzen. Das heißt, entweder man schreibt das oder man lernt das auswendig. Auswendig. Das heißt, der Tradent sitzt bei seinem Scheich und hört zu. Entweder lernt er auswendig oder schreibt er das und dann er gibt das weiter. Genau wie er das gehört hat von seinem Scheich. Oder er schreibt das genau wie er von seinem Scheich gehört hat und er versteht das. So ist der Tradent genau. So ist der Überlieferer genau. Wenn jetzt aber der Überlieferer nicht genau wird, dann haben wir Möglichkeiten. Einmal haben wir gesagt, wenn er nicht ganz genau ist, aber akzeptabel, dann ist der Tradent von den Überlieferern von Hassan Hadith. Aber wenn das weniger wird, dann ist er schwach. Und wenn das ganz, wenn er lügt oder etwas erfindet, dann ist es erfunden, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und jetzt gehen wir zurück zu Al-Munkar nochmal. Munkar Hadith. Was ist Munkar? Al-Munkar ist, pass auf bitte, dass ein Tradent, okay, eine Überlieferung überliefert, aber dieser widerspricht vertrauenswürdige oder stärkere als die Person. Das heißt, jetzt eine Person ist schwach. Und diese Person, die schwach ist, widerspricht stärkere Tradenten, entweder in Überlieferungskette oder im Text eines Hadithes. Und so ist das Hadith, dann könnte man sagen, das ist Munkar. Manche Gelehrten sagen Munkar, die sagen, wenn nur einer es überliefert, das wird die Überlieferung tätigt, und entweder widerspricht die Stärkeren oder bringt eine Überlieferung nur er, was die anderen Tradenten, die stärker sind, nicht überliefert haben. Und so sagen wir Munkar. Und einige Gelehrten nennen Munkar Hadith, die sagen Gharib. Gharib. Oder manche sagen Munkar. Und manche sagen Munkar zu erfundenen Überlieferungen. Zu erfundenen Überlieferungen. Barakallahu fikum. Als Beispiel. An-Nadr ibn Shayban. An-Nadr ibn Shayban ist schwach in Hadith. Schwach. Dieser An-Nadr ibn Shayban sagte zu Abu Salama, erzähl uns etwas, was du von deinem Vater, vom Propheten Sassam gehört hast. Er sagte, ja, der Prophet sagte, Allah hat euch Ramadan, den Monat Ramadan, zur Pflicht auferlegt. Und hat Sunna dabei, dass ihr in Ramadan betet. Wer Ramadan fastet und in der Nacht betet, aus Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala und rechnet mit der Belohnung, dann wird von seinen Sünden rauskommen, als ob man neu geboren wäre. Diese Überlieferung, barakallahu fikum, hat An-Nadr ibn Shayban. Und dieser An-Nadr ibn Shayban ist schwach. Und da gibt es andere Gelehrten, die was anderes erwähnt haben. Und zwar, die haben gesagt, wer Ramadan betet und wer Ramadan fastet, aus Glauben und aus Rechnung mit der Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dann werden die früheren Sünden oder die Sünden verziehen. Und wer Laylatul Qadr
aus Iman, aus Allah, an Allah subhanahu wa ta'ala, und so betend verbringt, dann wird ihm seine Sünden verziehen. Das ist anders als was dieser An-Nadr bin Shayban gesagt hat. Und sowieso, Abu Salama hat von seinem Vater nicht gehört. Deshalb ist diese Überlieferung Munkar, Munkar. Eine andere Munkar-Überlieferung, barakallahu fikum, und zwar interessant, interessant. Und zwar At-Tirmidhi hat erwähnt von Hammad ibn Isa. Hammad ibn Isa. Und da gibt es eine Überlieferungskette. Hammad ibn Isa, Hanzal ibn Abi Sufyan, Al-Jumahi, Salim ibn Abdullah, Abdullah ibn Umar, Umar ibn al-Khattab. Zu Umar. Pass auf jetzt. Der Prophet ﷺ pflegte, wenn er seine Hände gehoben hat, um Bittgebet zu machen, die Hände nicht zurückfallen zu lassen, außer dass er das Gesicht streicht, über sein Gesicht streicht. Diese Überlieferung ist Munkar. Sehr schwach, darf man nicht als Beweis nehmen. Warum? Weil dieser Hammad ibn Isa al-Juhani bekannt ist, dass er schwach ist. Dass er schwach ist. Und er hat so eine Überlieferung getätigt und kein Vertrauenswürdiger hat sowas getätigt. Deshalb ist diese Überlieferung. Deshalb diese Leute, die immer nach dem Bittgebet über Gesicht streichen, die Gelehrten sagen, das machen nur Unwissende. Wissende Leute machen das nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, da muss man hier auch etwas merken. Einige Gelehrten sagen, Munkar heißt auch erfunden. Oder Munkar heißt Einzelperson hat was überliefert. وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَوٍ فَقَطْ. Das bedeutet, dass es nur ein Tradent hat eine Überlieferung überliefert. Beispiel auch, das kann in der Überlieferungskette sein. Und so, barakallahu fikum, Imam Ahmed hat überliefert, wenn der Prophet s.a.w. Notdurft verrichten wollte, dann hat er gesagt, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal-khaba'ith, al-khabathi wal-khaba'ith. Das bedeutet, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Jinn, Shayatin. Da gibt es aber eine, barakallahu fikum, Abu Ma'shar heißt er, Nujayh ibn Abdurrahman. Der hat das getätigt, die hat die Überlieferung so gesagt, Bismillah, Allahumma inni a'udhuka min al-khubthi aw al-khabathi wa al-khaba'ith. Bismillah. Nur dieser und dieser Nujayh, barakallahu fikum, ist schwach. Deshalb, Bismillah, nur dieser Zusatz ist schwach. In diesem Zusammenhang, Munkar. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Deshalb, wir müssen aufpassen, barakallahu fikum. Wenn jemand, zum Beispiel, etwas, wenn ein schwacher Überlieferer etwas überliefert und die großen Vertrauenswürdigen, die haben das nicht überliefert, dann ist das Munkar. Oder wenn der Schwache die stärkeren Tradenten widerspricht oder der überliefert etwas extra, was sie nicht überliefert haben, das ist alles Munkar. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und auch wenn zum Beispiel ein Munkar Tradent dabei ist und dann kommt einer, der überliefert von ihm, der vertrauenswürdig ist, trotzdem bleibt diese Überlieferung Munkar. Und natürlich, diese Themen, die brauchen viel Wissen, die brauchen Leute, die Ahnung haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Das heißt jetzt Zusammenfassung, was ist Munkar? Jetzt ganz simpel, ganz simpel.
Es gibt fünf, sechs Arten, aber die sind, da kann man die zusammenfassen in zwei. In zwei. Entweder ein schwacher Überlieferer widerspricht stärkeren, oder schwacher Überlieferer überliefert einzeln, was die Starken oder Stärkeren in Hadith nicht überliefert haben. Das ist alles.